Ein feuchtfröhlicher Abend. Ach ja, mein Geburtstag steht an. Ich bin eine der unglücklichen Geburtstagskinder, die im Winter Geburtstag haben. Verdammt, ausgerechnet im Januar, wo jeder seine Neujahrsvorsätze einhalten will, abnehmen will und so weiter und so fort. Wie üblich. Ausgerechnet bin ich eine der glücklichen Menschen, die im Januar Geburtstag haben. Und glaub mir, ich habe Anfang im Januar Geburtstag. Ach, herrje. Ich frage mich ständig, wie soll ich denn bitte einen Geburtstag veranstalten? Mitten im Winter. Aber mir ist eine Idee gekommen. Ich habe mir gedacht, hey, wie wär's denn ein feuchtfröhlicher Abend in einer Bar mit meinen besten Freundinnen. Das wäre doch sicher sehr, sehr cool. Was gibt es Besseres als Wein, Martini, Sekt? An meinem Geburtstag. Immerhin. Hey! Ein Grund zu feiern. Ich werde 21. Juhu! Oh. Ich hatte so viel getrunken und so viel gefeiert. Es war so schön. Und plötzlich sprach mich eine junge Dame an. Ich muss gestehen, ich hatte schon immer so ein gewisses Bedürfnis. Ich sag's mal so. Wie soll ich sagen? Ich war immer so in dem Bereich. Im anderen Ufer, wisst ihr, was ich meine? Und da kam eine wunderschöne, rassige Schönheit auf mich zu und fragte mich, hey, hi, flüsterte ich ihr zu. Entschuldige, dass ich dich jetzt so anspreche. Ich weiß, es kommt ein bisschen komisch, aber okay, ich mache es jetzt einfach mal. Weißt du, du bist mir schon vorhin schon aufgefallen und ich finde dich wirklich echt attraktiv. Sie drehte sich weg. Ihr war es etwas unangenehm, aber ich versichere dir, dass ich sie auch sehr attraktiv finde. Du hast etwas viel getrunken, stimmt's? Ja, ich glaube, das könnte sein, dass ich etwas viel getrunken habe. Ich kann kaum noch reden. Weißt du, das Verglühen und der viele Sekt und Martini haben mich schon etwas zugesetzt. ich wollte dich etwas näher kennenlernen. Ich finde, du bist wunderschön. Das ist aber lieb von dir. Ich kniff ihr in die Wange. Sie war, glaube ich, nicht so begeistert, aber... Hey, hast du Lust, zu mir zu kommen? Ich finde, hier ist ein bisschen, naja, es ist ein bisschen zu laut hier, um ein paar Gespräche zu führen. Wie du meinst.
Oh Mann, war ich angetrunken. Nun sind wir bei ihr angekommen. Sie öffnete die Tür und... was soll ich sagen? Ich war im Alkoholrausch, aber alles, was ich sah, war... tote Menschen. Ey, bin ich jetzt so im Rausch, dass ich das noch nicht mal erkenne? Herzlich willkommen in meinem Zuhause. Sehe ich richtig? Vielleicht siehst du richtig. Überall war Blut eingetrocknet. An den Wänden. An den Fußböden. Komm zu mir, Schönheit. Du wirst mein nächstes Opfer sein. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Dein Fleisch wird mir gehören.